Nochmal erstmal Dankeschön, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Deine wievielte Gamescom ist das? Boah, muss ich mal nachzählen. Also ich auf jeden Fall die dritte jetzt mit Nerds Go. Davor war ich mit Excalibur, glaube ich, hier. Davor war ich also mit 14 schon auf der Games Convention in Leipzig. Also ich würde mal sagen, es ist nah an der 10, glaube ich. Also irgendwo zwischen 7, 8, 9, 10 oder so da in die Richtung, ja. Und wie ist deine Erfahrung? Wie hat sich jetzt so verändert zwischen den letzten paar Jahren und heute? Also ich finde, in den letzten Jahren hat sich gar nicht mehr so viel verändert. Also ich finde, also es ist immer so ein sehr so ein zyklisches Ding. Also du hast mal Jahre, in denen gibt es unglaublich viel. Zum Beispiel letztes Jahr war ein super stressiges Jahr, da wurde unglaublich viel gezeigt, was wir sehen wollten. Dieses Jahr ist es irgendwie sehr entspannt. Also dieses Jahr sind sehr wenig Titel da, die man noch nicht gesehen hat. Und so, das ist ja immer so ein Gefühl, das ist immer so ein Zyklus. So mal wird irgendwie ganz viel angekündigt, mal ist es wieder ein bisschen weniger. Aber abseits davon, finde ich, ist die Gamescom hier in Köln ist jetzt seit Jahren immer gleich. Es ist einfach eine Woche, viele Termine, viele Leute treffen, die man sonst nicht sieht. Und viel durch die Hallen rennen. Und wie ist so die Sicherheitspräsenz hier geworden? Also dieses Jahr, klar, weil Angela Merkel da war, nochmal eine ganz andere Form der Sicherheit. Ich habe mich hier auch immer sicher gefühlt. Also ist irgendwie alles gut. Zum Thema Angela Merkel. Das ist ja das erste Mal, dass sie hier die Gamescom eröffnet hat. Parallel war ja heute auch die Wahlkampf-Arena. Mhm. Wie findest du das? Also was ist deine Meinung dazu, dass hier Wahlkampf auf der Gamescom betrieben wird? Also ich habe mich ja auch an diesem Deine-Wahl-Interview von Merkel beteiligt. Deswegen, also ich finde Politik unglaublich wichtig, also gerade in einem Wahljahr, aber auch generell sollte man sich vielleicht mehr damit auseinandersetzen. Ist natürlich, also generell, ich habe es auch schon zu ein paar Leuten gesagt, ich finde es schon, dass ich das noch erleben darf, dass jemand von der CDU sozusagen hinkommt und sagt, ja, Videospiele sind wichtig, nachdem wir uns jahrelang mit dieser Killerspiele-Debatte rumschlagen mussten und Leute von sowohl CDU als auch CSU immer gesagt haben, wir müssen Spiele verbieten etc. Ist schon sehr lustig, dass das jetzt sozusagen plötzlich dann relevant wird, wo Wahlkampf ja ist und wo die Industrie plötzlich so viel Steuergelder einbringt, dass es doch nicht mehr wegzudenken ist. Aber es ist, also ich find's ganz toll, dass also was wie die Wahlkampfarena, wo dann alle Parteien vertreten sind, dass auch da vielleicht für Leute, die sich sonst nicht mit Politik auseinandersetzen und egal, wo man sie jetzt quasi dann abfängt, ob das auf YouTube ist mit Deine Wahl oder ob es der Gamescom ist, wo die jungen Leute sind, finde ich es ganz toll, dass mehr Leute über Themen, die sie interessieren, an das Thema Politik angeführt sind. Und in dem Fall ist es halt hier Gaming. Und ich finde, deswegen passt es ganz gut, weil Gaming A ein wichtiger Industriezweig ist in Deutschland und immer mehr werden sollte. Digitalisierung generell ja für uns alle irgendwie wichtig ist. Und auch einfach kulturell das Thema Gaming für immer mehr Leute auch relevant wird und das auch ein wichtiges politisches Thema sein kann, wie man bei der Killerspieldebatte merkt. Und deswegen finde ich, passt es hier gut rein. Du hast ja gerade die Killerspieldebatte erwähnt. Auch im letzten Jahr der Vorfall in München und auch immer wieder davor werden Spiele ja dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen gewaltbereiter werden. Wie empfindest du das? Du zockst ja auch selber. Fühlst du dich damit auch so ein bisschen angesprochen? Nö, also es ist eine Debatte, die wir ja seit gefühlt 1000 Jahren immer wieder haben. Ich weiß immer nicht, warum Spiele da mehr angegriffen werden als alle anderen Medien. Ich bin ganz fester Überzeugung, dass alle Medien für Leute, die sowieso ein bisschen psychisch labiler sind, das kann aber auch ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann auch jemand sein, der auf der Straße einen einfach anrempelt. Also natürlich gibt es Dinge, die einen vielleicht dazu dann eher auslösen, dass im Hirn dann irgendwas durchdreht und die Leute plötzlich irgendwelche Sachen rauslassen, die aber sowieso immer schon sozusagen auf psychischer Ebene bei ihnen verankert waren. Ich glaube noch nicht, dass irgendein Spiel jemand, der völlig psychisch gesund war, ein normales soziales Umfeld hat und dem es generell gut geht, den Counter-Strike gespielt hat und dann gesagt hat, oh, jetzt möchte ich Leute umbringen. Also ich glaube, ich bin fest davon, dass das ist noch nie passiert. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass jemand, der ein bisschen psychisch labil ist und der vielleicht so schon generell so ein paar Probleme mit sich bringt, der sich dann in so einer Fantasiewelt dann gewaltmäßig ausleben kann, das vielleicht dann auch ein bisschen in seinen Gewaltfantasien flügelt. Auf jeden Fall. Ich glaube, beide Seiten kann man drüber diskutieren, aber es sind eben diese zwei Elemente und es wird halt gerne das eine zum anderen gemacht, dass man sagt, okay, das Spiel hat jemanden tatsächlich dazu zum Mörder gemacht und das ist absoluter Quatsch. Gut, dann vielen Dank. Das war's auch schon. Gerne.